Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist mal wieder soweit. Wir sind jetzt endlich mal wieder auf der neuen Euronet Map 1.4. Ich habe es leider nicht geschafft. Am 20. kam sie raus und da hat sie auf jeden Fall ein bisschen was getan. Und das Erste, was sich getan hat, ist die wunderschöne Stadt Köln. Ja, das ist nicht alles, sondern wir werden auch nochmal vielleicht mal in Rostock und die A27. Das werden Sachen sein, die wir uns die nächsten Tage angucken. Für alle, die nicht wissen, wo Köln ist, das ist natürlich in NRW, hier in diesem Bereich. Und man merkt schon, wow, wie groß die das umgebaut haben. Des Weiteren haben die natürlich auch hier das Kronenwerk und Hannover mit eingebunden. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was ist denn hier los, Maximus? Das hast du ja gar nicht abgefahren. Nein, ich habe jetzt einen anderen Spielstand genommen. Natürlich haben wir jetzt hier den Bereich, das werden wir auch die nächsten Tage uns nochmal ganz genau angucken, Schönefeld und ja, Hoppegarten, sind Sachen, die schon in der vorherigen Version drin waren. Auch hier der Bereich, wirklich wunderschön gestaltet. Und hier den Bereich, ich möchte den Spreewald haben. Ja, hier so, ne? Vielleicht so eine kleine Straße in den Spreewald. Ja, auch hier den Harz, hier unten könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen angucken. Ja, das solltet ihr mal gucken. Ich glaube, es ist hier noch eine neue Firma hinzugefügt worden. Naja, gut, nur so als kleine Info und wie gesagt, das hier, da bin ich ein bisschen neugierig und werde mir das dann mal angucken. Das sieht aus, als wenn hier Baustelle oder irgendwie was ist. Naja, schauen wir mal. So, was ich aber habe, ist, dass hier manche Bereiche irgendwie... Naja, ich nicht abfahren kann. Ja, irgendwie als wenn da ein Fehler ist. Hier, seht ihr das? Ja, vielleicht habe ich da irgendwie, muss ich die Reihenfolge nochmal ein bisschen ändern. Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Aber wir fahren erstmal ein bisschen durch Köln und dann geht's weiter. Ne? Manchmal ist es ja so. So, Köln, die Domstadt. Man sieht schon hier diese riesen Häuser und hier hinten sieht man auch schon da, ja, den Dom. Den Ehrwürdigen. Ach, wirklich sehr, sehr schön. Hier habe ich auch noch irgendwas, so ein dunkles Loch hier. Aber, naja, schreibt es mal rein. Vielleicht habe ich irgendwas mit der Reihenfolge nicht richtig hinbekommen. Wir werden aber jetzt erstmal den Motor anmachen. Das Lenkrad fährt nach unten. Wir fahren in einen Scania und haben eine wirklich... ja, sexy. Okay, lass uns einfach mal fahren. Und uns nicht ablenken lassen. Ja, ich habe jetzt das Profil neu wieder aufgesetzt, also ein weiteres Profil und hier will ich jetzt quasi die Map so ein bisschen fahren. Na. Oh, und hier vorne. Und das mag ich ja an dieser Map. Die war ja in der 1.45, kam ja kein weiteres Update, in der 1.46. Jetzt haben wir das Update und wir werden ja auch wahrscheinlich eine ganze Weile hier oben bleiben. Und das ist ja eine Sache, die ich ja immer wieder... toll finde, dass hier irgendwie so eine Szenarien sind, dass hier irgendwo was rumliegt und. Und falls ihr dann irgendwo was findet, was noch nicht aktuell oder irgendwie hundertprozentig läuft, dann schreibt es einfach den Jungs in das Forum und dann ist gut. Hier haben wir auf jeden Fall eine Straßenbahn. Hier hat der LKW so leichte Probleme. Ich habe jetzt keinen KI-Mod irgendwie noch hinzugefügt, aber naja, der LKW Wegfindung, ne? Und zum Glück war ich das nicht, ne? Ach, hier ist Stau. Da vorne ist Stau. Der LKW will nicht fahren und deswegen staut sich das alles. Aha. Na, wir fahren erstmal hier rüber. Wir fahren erstmal hier rüber und dann schauen wir mal, was hier alles so passiert. Wir werden hier nämlich jetzt über die... Ihr könnt ja mal reinschreiben, alle, die in Köln wohnen und sich hier auskennen. Ich war in meinem Leben, glaube ich, ein oder zwei Mal in Köln. Wir werden jetzt über diese ehrwürdige Straße rüberfahren. Guckt euch mal an, wie schön hoch das ist. Das ist für mich Städtebau, Abwechslung, definitiv. Ja, kann man machen. Ja, das, hier hat man wenigstens das Gefühl, dass man wirklich durch Köln fährt oder durch eine Stadt, die ein, ja, was sagt, ne? Aber SCS hat ja erst in den letzten Jahren so ein bisschen angefangen, da ein bisschen Hand anzulegen. Und ja, wir geben mal ein bisschen so in die Außenperspektive, dass ihr auch ein bisschen was seht. Jetzt fahren wir erstmal über den Rhein. Ja, jetzt fahren wir erstmal hier schön rüber. Und hier die schönen Beschilderungen, so wie es halt ist, ne? Ja, schreibt mal rein, wie heißt die Brücke hier? Rheinbrücke, ne? Wahrscheinlich. Kölner Rheinbrücke.
Ah, jetzt. Yes. Das sieht cool aus da hinten mit dem Dom. Direkt beim Dom können wir jetzt nicht langfahren. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Jetzt fahren wir gleich hier. Sind wir in Köln? Deutz. Hat das was mit dem damaligen Treckerhersteller zu tun? Deutz? Sind das alles selber gestaltete Häuser? Ah, Fragen über Fragen. Ja, aber ich finde es jetzt erstmal ganz, ganz spannend, hier lang zu fahren. Ja, vielleicht kommt da nochmal ein Update. Wir sind auf der 147, müsste das jetzt sein, ich mir runtergeladen habe. Falls da irgendwo was ist, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da dem Maximus Bescheid sagt und sagt, hey, pass mal auf, da hat sich ein bisschen was getan. Hier, Busse. Wir stehen natürlich auch im Busterminal. Und da haben wir jetzt erstmal so im Groben Köln gesehen. Ja, jetzt fahren wir gleich wieder auf die. Oh. Eins merke ich, dieses Profil habe ich definitiv noch nie eingeschaltet. Bezüglich Bremsen. Naja, sollte ich vielleicht nochmal nachholen, ne? Ja. Gucken wir mal. Ja. Gerne mal schauen, was dann auf der Autobahn. Das will ich mir in eines der weiteren Videos mal angucken. Ob es diese Woche wird oder erst nächste Woche, muss ich erstmal schauen. Morgen wird's da. Also der nächste Livestream wird am Sonntag sein. Und da werden wir ProMods Konvoi Schwertransport machen. Kirkenes. Das hatten wir ja schon mal, war irgendwie eine lustige Angelegenheit und ja, das kann man ja durchaus mal wieder mal ausprobieren, ne? Deswegen machen wir das. Gut, dann geht's erstmal auf die Landstraße. Wir fahren hier erstmal durch den Tunnel hier. Das ist aber der Tunnel schon vorher so gewesen. Jetzt ist gar nicht. Fahren wir rüber jetzt. Ja, wenn man nur mit irgendwelchen Mods unterwegs ist, dann wissen wir wahrscheinlich nicht mehr, wo er ist, wo man ist, ne? Also ihr kennt es selber. Ob man das jetzt, weil ja auch dann manchmal so Fragen kommen, wartet ihr das auch mal im Konvoi-Modus, das kann ich abschließend noch nicht sagen. Also da muss man selber mal schauen. So. KI-Mods habe ich dieses Oldtimer-Package drin. Bei den anderen bin ich mir eben noch nicht so sicher, da muss ich mal ein bisschen testen, wo da Fehler auftauchten. Hier sind jetzt noch nicht so viele Mods am Start. Was ist denn das denn? Ist das ein alter Ferrari? Das scheint so ein alter Ferrari zu sein, oder? Sieht das schick aus. Sei herrlich. Ich habe den auch viel mit Kunststoff so gelassen. Den Truck vorne schön schwarz. Ich fand das irgendwie. Irgendwie wollte ich den so haben. Finde ich schön. Wenn ihr es genauso findet, manchmal weniger ist mehr, aber eigentlich ist da genug dran, ne? Dann könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Oder ein Däumchen geben. Weil dann würde sich diese kleine süße Maus definitiv freuen. Und ich natürlich auch. So, wir fahren wie gesagt nach Oldenburg. Wir haben 210 Kilometer noch auf der Uhr. Das sollte. Oh. Ah, wir wollen ja nicht übertreiben. Ah. Und wir fahren hier mit dem Scania. Das ist der Eugene, sage ich ja immer. Ja, ich weiß, ich sage immer falsch, aber. Scania. Hatte ich irgendwie noch aktiviert hier auf diesem Profil und dann habe ich noch ein bisschen rumgebastelt und. Und jetzt weiß ich langsam, wo auf welchem Profil ich wieder unterwegs sein kann. Ah ja. So ist das manchmal, ne? So. Ja, wir erwarten, ey. Herrlich. Aber ich habe wirklich immer wieder mal nachgefragt, ne, wann kommt diese Map? Und ihr könnt natürlich auch reinschreiben, wo ihr gerne das haben möchtet. Die werden sich jetzt nicht nur auf, ich sage, ja, hier Deutschland konzentrieren. Das geht natürlich auch in anderen Bereichen. Also kann ja alles noch dazukommen.
Aber ich glaube, so ein bisschen Mitteleuropa, gerade hier die deutschsprachige Community, die feiert ja ihre Heimat dann sowieso noch ein bisschen. Aber ich finde es schon cool, dass wir hier das Ruhrgebiet drin haben. Mal gucken, ob die dann nachher so Richtung Frankfurter Flughafen gehen, Frankfurt am Main noch ein bisschen umbauen. Ja, nun, man muss erstmal dann den Platz haben, die Ideen. Gerade im Ruhrgebiet ist ja alles so dicht zusammen. Cool wäre es, wenn die zum Beispiel das Elka, das größte Werk in Europa, oder ist das weltweit, von der Fläche her, das von Mercedes, wenn die da sowas reinmachen wollen, ja? So ein riesen Mercedes-Werk. Das wäre auch cool. Ja, wo du dann deine Trucks abholen musst oder kannst. Viele von Gütern und vielleicht sogar so groß das Werk gemacht, dass man da halt viele Anlaufstellen hat. Kleine verwinkelte Gassen, wo du langfährst, wo überall irgendwo ja, Baugeräte oder was weiß ich stehen. Trucks in jeglicher Form, ob, ja, mit einem Bahnanschluss oder so. Das wäre ja auch echt nice, wenn dann so ein Bahnanschluss ist und du musst mit deinem Truck da ranfahren, dann kannst du da oben abladen und dann ja, ist die Fracht verladen. Aber wie gesagt, das ist alles gar nicht so einfach, ne? Man will ja auch manchmal dann so eine Animation haben, das erstmal reinkriegen. Das ist schon. Also ich könnte sowas nicht. Ich kann sowas nur euch zeigen und dann meinen Senf dazu sagen. Und dann hat man natürlich auch immer wieder irgendwelche Ideen, ne? Ah, ab nach Wuppertal. Obwohl Wuppertal ja auch ganz cool wäre, ne? In dieser Schlucht da drinnen. Und hier sind wir jetzt richtig schön im Ruhrpott. Feini. Ehrlich. Also ich mag das. Ja. Also ich habe ja mal eine Zeit lang hier auch in Duisburg gearbeitet. Und ja, Duisburg kennt zwei Wettersorten, einmal kalter und einmal warmer Regen. Also so wurde uns das mit den Ureinwohnern da damals gesagt. Das ist frech, ne? Ja, aber mit denen, die man da kennengelernt hat. Naja. Wer weiß, was da. Aber überleg mal, wenn jetzt zum Beispiel Frankfurt am Main oder so, ja? Und dann hat man hier den großen Flughafen und dann eventuell noch den militärischen Teil hier oder Rammstein oder so, ne? Boah, das wäre eigentlich auch cool. Du fährst dann erstmal rein in die Kaserne, dann musst du da dein Zeug holen oder Material hinbringen. Das war ja zur damaligen Zeit, wo ja noch ziemlich viel Lagerlogistik gemacht, ne? Ich war ja Logistiker. Da sind wir mal mit einem Zettel rumgelaufen durchs Hauptlager und da haben wir aufgeschrieben, was wir hier brauchen könnten. Und dann ging es immer mehr dazu, Privatisierung auch bei der Bundeswehr. Es hat mit der Bekleidung angefangen. Dass du da eine Bekleidungsstammkarte, dass du da nicht halt mehr so tricksen konntest, als ja, wenn du. Ist ja egal. Und das ging dann aber auch mit dem ganz normalen Material. Und man hat damit versucht, Sachen zu sparen. Bloß gerade bei Bauteilen, die schon ein bisschen älter sind, ja, und die Firmen manchmal 20-Jahres-Verträge, irgendwelche Funkgeräte, Taschenlampen oder was weiß ich, die schon Asbach-uralt sind, die ganz viel kosten, weil immer wieder die Geräte oder die Firmen, die Produktionsanlagen oder ja, sowas vorhalten müssen, dass sie es, wenn mal was bestellt wird, die Maschinerie erst wieder anläuft. Und das bedeutet natürlich, wenn du dann nicht irgendwo mal, nicht, du hast einen Bestand, sagen, als Einheit von 20 Taschenlampen, zwei sind kaputt, du machst einen Bedarf auf, ja, dann gibst das alte wieder weg, weil es wahrscheinlich P kodiert ist, für alle Logistiker bei der Bundeswehr, ihr kennt das, P muss dann halt wieder nicht X. XW war das, glaube ich, XW wie weg. Na, XP alt abgeben, neu kriegst du wieder. Und dann war ja immer noch irgendwas im Hauptlager oder in einem anderen Lager noch vorhanden. Und dann kam es irgendwann die nächsten Tage an. Aber das hat wirklich
durch diese ganze Privatisierung und, manchmal Wochen und Monate gedauert, bis du denn irgendwie was Adäquates bekommen hast. Ja, das dann wieder in den Bestand aufzunehmen, um zu sagen, ja, wir sind wieder ready, ne? Naja, aber manchmal ist alles zu privatisieren nicht immer das Beste. Ja, man sieht es bei den Krankenhäusern, die Privatisierung sind natürlich gewinnorientiert. Und dann sieht man ja, was rauskommt, wie krank unser Krankenhaussystem ist. Ne? Gut. So mal aus dem Nähkästchen von damals gesprochen. Und ja, wo wollte ich eigentlich hinaus? Ja, dass halt auch private LKW und Fuhrunternehmen dann halt Material anliefern. Das würde ja in die Kaserne eigentlich auch gehen. Ne? Ich war ja damals in Braunschweig und in Holzdorf stationiert. Und dann halt überall auch noch, ne? Besendorf, dann. Ach, hier in Köln war ich auch mal. Oder da hatte ich doch mal. Was ist denn das mal? Arbeitsschutz. Irgendwas mit Arbeitsschutz war es. Jede Woche war es so ein Lehrgang. Oder Unfallvertrauensperson? War das sowas? Ja, zum Glück ist keiner bei mir verunfallt. Dann wäre ich wahrscheinlich weggelaufen. Das hatte ich ja schon mal auf der Autobahn. Naja. Also, es ist eine andere Geschichte, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt. So, wie viele Kilometer haben wir da noch? 45? Na super. Ey, das fährt sich jetzt hier ab. Ja, weil ich jetzt wieder watsche wie so ein Wasserfall, ne? Schlimm mit dem Bengel. Wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, ich werde mal versuchen, hier den einen oder anderen Mod mal wieder nach und nach zu aktivieren. Ich fahre ja mal den Bussen an. Oh, hier diese alten Autos. Herrlich. Fein. Gefällt mir. Muss ich wirklich sagen, kriege schon manchmal so ein Lächeln auf den Lippen, und wenn man dann weiß, dass nach und nach ja so ein Auto so mit bisschen Krabums, zum Glück gibt es YouTube, und dass man sich, wenn man das vielleicht in 10 Jahren gerne hören möchte, durchaus nochmal anhören kann, den Sound von schönen V8. Ja, er ist ja auch hier mit den LKWs. Bin ja mal gespannt, ob SCS in naher Zukunft mal einen Elektro-LKW oder einen Wasserstoff-LKW reinmacht. Das wäre es ja. Also ich würde es jetzt gar nicht mal so schlimm finden, wenn jetzt sagt SCS, pass auf, wir nehmen mal hier den Mercedes, den gibt es als Wasserstoff, bauen wir den einfach mal rein als Alternativ Fahrzeug. Warum nicht? Das ist doch Werbung wie Sau. Ja, man hat es doch gesehen bei Renault, ne? Das war eine absolut coole Aktion. Bei DAF haben sie es dann auch irgendwie ganz gut hinbekommen, um einen neuen LKW einzuführen. Ja, aber wenn jetzt ja schon LKW irgendwie auf dem Markt ist, dann ist es halt immer ein bisschen schwierig, ne? So, naja, da sind wir ja jetzt hier. Hier ist alles Standard, wie es aussieht. Hier ist alles, ja, schon abgefahren, aber hier oben sieht man. Oh, ich muss die, also als wenn die Bremse gar nicht geht, muss die definitiv ein bisschen härter einstellen. Aha. Oh, feuerfrei, sage ich euch. Ja, aber ich muss sagen, die Lackierung hier von dem Truck finde ich sehr, sehr hübsch. Ach, hier, guck an. Ist das nicht ein kultiges Auto? Jetzt aber rum hier. Schön. Herrlich. Ach, macht mir immer wieder Freude. Wenn ich jetzt hier das Interieur hier sehe, dieses blaue Licht, da denke ich immer an meinen Passat von damals. Ah, ich fand das so schön. Also, da war ja mal die Überlegung, nimmst du einen Audi A4, also Avant, oder nimmst du einen Passat-Kombi? Alle waren irgendwie ein bisschen gleich teuer. Der Audi hatte, glaube ich, nur einen 5-Gang und der Passat einen 6-Gang. Damals war er noch so mit Schalten, fand ich cool.
Ist gar nicht, der Audi hatte eine 2-Liter-Maschine und der Passat war ein 1,9er TDI. Aber so war das. Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Oder war es ein Benziner, der. Ey, ich glaube, es war schon irgendwie so ein bisschen ähnlich, aber der Passat hatte halt noch Ledersitze und hier vorne, wo man sitzt mit den Beinen, ja, irgendwie hat er mehr Platz gehabt als er. Na, und habe ich gesagt, ach, dann nimmst du den Passat. Außerdem das blaue Licht, das ist schön. So war das damals. Ach, schön, schön, schön. Oberlogistik. Das ist sehr hübsche Lackierung. So, dann fahren wir mal hier rum. Ah, so, und wir jetzt abgeben. Mal ein Stück gefahren. Ja, und das ist, wie gesagt, hier unsere Städte, die wir ja schon Ewigkeiten so kennen. Ne? Mal ein paar Straßen, ein bisschen anders gelegt, aber. Das ist ja wieder lustig, ja, die X rausgemacht, ne? Ey, jetzt, das ist doch typisch, typisch ich. Typisch der Bengel. Also wirklich. Schlimm, schlimm, schlimm. So, fahren wir hier rum und dann sind wir gleich da. Und dann haben wir ja nicht allzu viel falsch gemacht heute, ne? Rollen hier rum. Hat der jetzt stehen hier? Nee. So, wir machen jetzt aber auch richtig die Abgabe, weil bei den alten hier. Fällt mir das hier nicht. So, also läuft wie geschnitten Brot. Man muss wirklich sagen, Köln haben sie wirklich sehr schön gemacht. Gefällt mir richtig gut, haben sie sehr, sehr viel Liebe und Mühen. Und da finde ich es auch nicht schlimm, dass sie vielleicht mal eine Version aussetzen und dann einfach sagen, pass auf, mal wer weiß, was alles noch dazu kommt. Und wir machen jetzt unser Ding. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man so als kleine Gimmicks noch reinmacht und, haut es einfach mal rein. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, endlich mal wieder die Euronet 1.4 anzugucken. Irgendwann kann ich den Namen auch richtig. So, mit diesen Worten, ich wünsche euch was. Auf jeden Fall bis Sonntag, ne? Da sehen wir uns. Wenn nicht, gibt's Ärger. Also, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.